viele Treffer ins Goldene für die Olympioniken Unruh und Schwarz. Aber den Titel tragen dann andere nach Hause. Im Horst-Kober-Sportzentrum am Olympiastadion lud der Deutsche Schützenbund gemeinsam mit dem Schützenverband Berlin-Brandenburg und dem neu gegründeten Verein Berlin-Brandenburg Archery zur Deutschen Meisterschaft in der Hallensaison des Bogensports. Natürlich strebe ich immer nach dem Ersten. Heute ist der Zweite geworden, zufrieden bin ich trotzdem. Und das kann Charlene Schwarz, die sich bereits in der Qualifikation mit 581 Punkten eine sehr gute Ausgangslage erarbeitete, definitiv sein. Denn die Team-Bronzemedaillengewinnerin von Tokio und Rabea Moschner vom CFB Soest boten den Zuschauern ein Goldfinale auf höchstem Niveau. Die Damen schenkten einander nichts, weshalb die neue deutsche Hallenmeisterin im Stechen ermittelt wurde. Und dort musste sich die Polizeianwärterin letztlich geschlagen geben. Ihre Kontrahentin Moschner erzielte den Goldtreffer. Sie hat bombastisch geschossen, deswegen hat sie sich den Sieg natürlich auch verdient. Und ein Stechen im Goldfinale macht natürlich auch immer Spaß. Auch bei den Recurve-Herren war die Konkurrenz groß. Denn mit Felix Wieser von der FSG Tachatink wehte sogar Medaillenglanz durch die Austragungsstätte. Schließlich gewann der Bayer mit seinem Verein den Bundesligatitel und war zudem zweimal international in Frankreich und Las Vegas unschlagbar. Florian Unruh vom SSC Fockbeck gehört ebenso zu den besten Herren des Landes. Im vergangenen Jahr wurde er bei den Olympischen Spielen in Tokio Fünfter und erzielte somit das beste Ergebnis eines männlichen deutschen Bogenschützen bei diesem Großereignis. Er beendete den Vorkampf mit 586 Ringen als Zweiter und fertigte anschließend seine Gegner in der K.O.-Phase deutlich ab und machte damit den Einzug ins Goldfinale perfekt. Dort kam es zum Duell Florian Unruh gegen Felix Wieser. Letzterer stellte seine formidable Stärke unter Beweis, blieb total souverän und besiegte Unruh deutlich mit 6:2. Das ist ein tolles Gefühl. Wir haben vorher gerade festgestellt, das ist mein erster deutscher Meistertitel in der Halle. Überhaupt, glaube ich, mein erster deutscher Meistertitel bei den Herren auch. Damit ging eine ereignisreiche Hallenmeisterschaft voller Erfolge, Emotionen und Freude für den neu gegründeten Verein Berlin-Brandenburg Archery zu Ende. Denn neben der Ausrichtung internationaler Wettbewerbe, wie zum Beispiel die Berlin Open, steht speziell die Förderung von Talenten im Schüler- und Jugendbereich im Mittelpunkt des Ausrichters. Wenn keine Jungen irgendwo nachkommen, dann stirbt der Verein einfach, dann ist keine Dynamik drin, dann geht es nicht. Und ich hoffe, dass mit genau solchen Events einfach mehr Kinder wieder begeistert werden können fürs Schießen. Im festen Stand, den Blick zum Ziel gerichtet, werden die Olympioniken Schwarz und Unruh bei der Europameisterschaft im Juni in München die Pfeile ins Goldene fliegen lassen und den Titel möglicherweise nach Hause tragen.